Bodybuilding, Ganzkörperworkout. Seht ihr noch unsere Anreise? Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht und wie ich es am Mittwoch angekündigt habe, sind wir hier mittlerweile im Urlaub. Im wunderschönen Kos und im Sun Pearl Beach Club oder irgendwie so. Sun Pearl Beach, Pearl Beach, keine Ahnung, ist auch egal. Es war ein bisschen turbulent, bis wir hier gelandet sind. Also es gab einen stornierten Flug. Also eigentlich sollten wir am Dienstag aus Hamburg fliegen und haben dann am Samstag erfahren, dass unser Flug von Hamburg von Dienstag auf Sonntag verschoben wurde. Also haben wir lange hin und her telefoniert, bis wir dann nachher die Lösung gefunden hatten, dass wir am Dienstag nach Düsseldorf gefahren sind mit der Bahn und dann von Düsseldorf aus hierher geflogen sind. Zurückfliegen wir übrigens bis Hannover und müssen dann von Hannover aus zurück nach Hamburg. Auch beste Leben. Naja gut, alles kein Drama. Dann sind wir hier angekommen am Dienstag und dann gab es nicht dieses Zimmer hier, sondern in ein anderes Hotel, weil hier irgendwie keine Zimmer frei waren und keine Ahnung, war mega stressig. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt sind wir hier, sind wir in dem Zimmer mit diesem richtig geilen Pool. Und ja, ich wollte jetzt mal ein Training hier abfilmen. Ich habe mir gedacht, einmal werde ich hier in der Woche trainieren. Ich habe gesagt, Mockmeet wurde abgesagt und nächstes Mockmeet ist dann Anfang Dezember. Ich werde dann, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, wieder richtig ins Training einsteigen mit einem entsprechenden Hypertrophieplan. Aber ich dachte mir, einmal hier trainieren geht schon klar. Dann habe ich nicht auch so den Todesmuskelkater, wenn ich dann nächste Woche wieder ins Training einsteige. Also würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg ins Hotelgym hier und es wird ein richtig hohes Volumen Bodybuilding Ganzkörperworkout. Also, let's go. Übrigens, bevor es jetzt ins Gym geht, seht ihr noch unsere Anreise und auch so ein bisschen ein paar Eindrücke hier und dann geht es quasi nahtlos rüber in die Gym-Trainingseinheit und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß, ne? Achso, und wäre übrigens super nice, wenn du noch ein Abo dalässt, weil hast du bestimmt nicht gemacht, weil das 80% ungefähr nicht gemacht haben. Also, Abo dalassen, Daumen draufklicken und besten Dank.
So, Freunde, das Euro-Training ist durch. So war es ehrlich gesagt nicht geplant. Es waren, ich habe nachgezählt, 513 Reps. Ey, wow, weird flex. Also, Goblet Squats, Kurzhantel, Kreuzheben, Bankdrücken mit der Kurzhantel, Fliegende. Dann habe ich Lat-Pulldown gemacht und dann habe ich sogar noch, also ich habe nur die mit beiden Armen gezählt, ich habe dann aber noch mit einer Hand quasi hinterher gemacht. Rudern habe ich genauso gemacht, habe ich auch für die Brust quasi gerudert, also die gegensätzliche Bewegung vom Bankdrücken, habe dann aber immer nach den Wiederholungen quasi noch einarmig gezogen. Was habe ich dann gemacht? Dann war diese Bizeps Curl Arnold Press Eurotraining Geschichte. Danach noch ein Supersatz für Trizeps und seitliche Schulter und danach noch Strecker und Beuger. Es war wild. Ich habe richtig hart geschwitzt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so viele Reps gemacht habe, wahrscheinlich noch nie in irgendeinem Training. Aber es war geil. Es hat Spaß gemacht und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Muskelkater. Aber nein. Das soll es auch mit dem Video schon gewesen sein. Wir genießen jetzt hier die verbleibenden und restlichen Tage. Fahren nochmal ein bisschen durch die Gegend, gehen nochmal an den Strand und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen. Franzi schwimmt da gerade, taucht. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.